Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer von The Last of Us Part 1. Im letzten Part waren wir ja da in der Kanalisation drin, was eine super tolle Idee gewesen ist. Und ja, endlich wieder draußen und wir können diese Funkstation da finden, die hoffentlich nicht weit weg ist. Die ist natürlich am anderen Ende von diesem Dörfchen oder Stadt. Hey, seht mal da. Tja. Was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Ja, da gibt es bestimmt einige Leute, die nicht wollen, dass wir da hingehen. Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infektionen erledigt. Du wirst stolz. Ja. Okay, dann gehen wir halt erstmal oben drüber. Ob das jetzt wieder so ein semi-offener Bereich ist, wo wir auf Zombies treffen können, aber looten können? Oh ja. Ja, dann machen wir das Haus hochladen. Okay, das war ein bisschen unbegründet. Ah, keine. Ah, da ist aber gut ist. Okay, das war's. Dann schauen wir oben nochmal weiter. Hier wirklich alles mitnehmen, was noch geht. Yes. Und für diesen Pillen schon wieder. Wie war es hier ohne Infizierte? Ja, vermutlich eigentlich ganz schön. Ist auch nichts. Oh, Munition. Oh ja, yeah, geil. Wieder Tools zum Upgraden. Und ein Brief. Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern der Kerzen erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, es sei sicher und noch wichtiger, versteckt. Leicht zu verteidigen, das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hier bleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen allen vorschlagen, sein Angebot anzunehmen. Kyle. Ah, ja. Das hat nicht so gut geendet. Das war keine gute Idee, oder? Nee. Ich meine, das Versteck war auch gar nicht mal so schlecht, aber irgendwas ist dann katastrophal schief gegangen. Munition voll. Okay. Das war's. Geh mal wieder raus. Das war eben ziemlich heftig, ha? Oh ja. Ja, aber spaßig. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh. Hä? Steht da drauf? Meine Freundin, Marlene, wollte... Ich habe eine Waffe, wer plündert, wird erschossen. Ich werde tödliche Schüsse abgeben. Ja, und jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, John? Ja, liegt da was? Okay, das sah nur so aus. Sofort. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Nee, ich weiß kaum noch, was gestern war. Oh, scheiße, Hunde. Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Geil, ja, merkbar. Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eiswagen. Okay, was kann man alles Sinnvolles machen? Sag mal her, Joel. Nachlässe, Panzerbrechen, Rückstoß, Kapazität. Pistole, was haben wir hier? Sekundäre Haftbar. Kapazität, Feuerrate. Oh, bei dir, Kapazität. Ja, das wäre eigentlich gar nicht mal so doof. Bitte plus 1.
Oh, du bist generell Schrotze mit Magazin, Schussfolge. Rückstoß, Nachladetempo, Streuung. Okay. Ich glaube, das wird die Waffe gegen Gruppen. Ich glaube, ich gehe noch einmal mit Kapazität. Wo war das Magazin? Scheiße, ich brauche 3. Ah, 4. Entschuldigung. Noch eine Tempostreuung. Weg. Feuerrade. Nee. Guck mal hier mal. Was haben wir hier? Nachladetempo, Ziehtempo. Reichweite für dir vielleicht. Über 20%. Alles klar. Eine Verlängerung. Schussfolge, Nachladetempo. 100%! Ja, gib ihm. Rückstoß. Die andere Waffe. Damit alles irgendwie gleichmäßig ist. Nachladezeit nur. Ziehtempo. Immer unschlüssig. Streuung, Rückstoß. Ja, gut, jetzt tun wir unser neues Baby ein bisschen weiter upgraden. Rückstoß verbessern. Ja, sieht ein bisschen used aus. Ja, dann machen wir noch Nachladetempo. Und dann haben wir eh kaum mehr Sachen zum Einsetzen. So, Abmarsch. Gehen wir wieder. Komm, zurück. Sehr schön. Was machen wir jetzt mit den Hunden? Sollen wir die lassen? Ja, gehen wir ins Haus. Alles Mögliche. Oh, da hat es natürlich wieder Upgrades-Zeug. Geil. Meine Munition. Geht's da noch nach oben? Yes, natürlich. Okay, Surprise auf dem Dachboden. Hat doch die Hunde haben ihren Spaß. War eine Pille hier drin? Nö. Jetzt das große Zimmer. Oh, da ist was. Yes, Munition. Das ist Explosive? Ja, natürlich. Und noch ein Brief. Kara, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf den Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage vorziehen, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffne niemanden außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setzt deine Größe zum Vorteil ein. Bis bald. Dad. Was wetten wir, dass wir auf dem Dachboden Leichen finden werden? Ja, machen wir mal auf. Scheiße. Bist du okay? Ja. Ja, die verdammte Decke kommt runter, pass auf. Ach so, sie geht drauf. Pass okay. Auf. Ist das jetzt schlau?
Und? Was sind das alles da oben gefunden? Und was gefunden? Ein Buch. Und bitte. Dankeschön. Nahkampfwaffen verbessert. Geil. Modifikation hätte 2 Treffer länger. Geil. Stimmt, wie schaut es eigentlich aus? Molotow könnten wir machen. Und... Ah, scheiße. Sollten den Fokus aufs Messer legen. Und wir brauchen noch das Flüssigding. Ah, leg das weg, Joel. Okay. Die Hunde sind umgangen. Aber noch ein Haus. Das kann ich nicht stehen lassen. Yes! Und bei meinem Glück kommt die einfach ins Haus rein. Ah, Tresor. Ob ich es bei dem Tresor jetzt vielleicht endlich mal schaffe, dass ich hier den Code rausfinde. Was zumindest so belief. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gut im Weg sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ja. Es sind nur sehr wenige, die noch gut sind. Okay. Es muss ja irgendwas in dem Haus sein, was mir den Code verrät. Das kann ja grundsätzlich nicht so schwer sein. Aber ich und Rätsel. Ja. Ah, noch so ein Comic. Ellie, ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Moment, war da was? Ja, Explosivzeugs. Richtig gut versteckt auch noch. Oh, noch eine Etage. Was? 8, 21. Warte mal. 8, 4. Es sind 4 Streichhölzer noch drin. Also 84. Moment, ich muss mir das aufschreiben. Galaxy. Wir müssen eine Notiz machen. Ja, Mann. Also. Notiz. 8, Strich. 2, 1, 3, 6. Und das dürfte eine 4 sein. Okay. Hab's nochmal notiert. Okay. Sehr gute Chancen, dass ich meinen ersten Safe in dem Spiel aufkriege. Also. 84. 21. Und 36. Ne? Das war's nicht. Das ist vielleicht 80 einfach nur. Es war 8-2136. Kann ich mir das nur irgendwie... Moment mal. Streichhölzer. 1, 2, 3, 4.
8-2136. Wobei es ist nur, es sind zwei noch hochgeknickt. Ist es vielleicht 82? Probieren wir 82. Andere Richtung ist schneller. 82. 21. 36. Ist auch nicht. Will ich jetzt mal kurz online nachsehen, was da gut ist. Nee, das mache ich nicht. Hat schon gereicht, dass ich wegen der Schlüsselkarte nachgesehen habe, aber nee, so. Hey Sam, nee. Vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Oh, cool. Oh. Du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Wusch! Ein Naturtalent. Glück! Nein, was nicht? Eines Glück. Oh, lass uns mal hinten rausgehen. Okay, hau jetzt ab, du Anbieter. Wobei, komm, einmal noch. Streichhölzer. Es sind vier. 80, 21, 36. Wobei, ich sehe gerade, die 8 ist beim Strich. War das vielleicht 48 gewesen? Okay, das muss ich jetzt noch ausprobieren. 48. Weißt du, dann habe ich es einfach nur falsch gelesen. Komm, einmal noch. 48 bitte. 48, 21. 36. Na. Okay. Ich brauch's uns hier zu lange. Weiter geht's. Auch eh schon lange mit meinen ganzen Looten hier. das sieht nach einem Bereich aus, wo wir Gesellschaft kriegen. Ja, ihr habt's doch gewusst. Scheiß Scharfschütze. Wo ist das hin? Irgendwo da hinten. Ja, ich hab's irgendwo, ja. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ab. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Ja, natürlich. Aber erstmal lieber als wie alle Zombies und sonstiges. Kann er mich von da treffen? Okay, er schießt ziemlich regelmäßig. Was denn? Aber jetzt was, wir kümmern uns erst. Wow, 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 wow. Alter. Bitte was? Fuck. Scheiße, ich dachte, es wäre halt nur dieser eine gewesen. Okay, das Ganze nochmal. Aber ich seh den also gar nicht.
Was ist das für ein Mist? Dann wirst du bezahlen! Okay, aber jetzt sehe ich euch wenigstens. Gib mir Deckung! Die Waffe, glaube ich, wäre besser. Fuck. Fuck. Ja. Alter! Mann! Kommt der Arsch auch noch von hinten? Da oben ist er und zielt. Okay, ich glaube, das wäre mal das Schlimmste. Noch einer? Scheiße, andere Waffe. Fuck. Scheiße, ein Schuss noch. Schrotflinte muss her. Erwischt er mich von da? Warum müsste sie eigentlich immer alle so aggressiv sein? Was da noch gut ist. Ja, danke schön. Ja, dann schauen wir mal, wer da zu Hause ist. Da hinten. Weiter eins oben? Wo ist der Arsch? Hallo, Besuch wer da? Ja, ich hab's so gewusst. Oh ne, Scheiße. Noch mehr? Nice.
Na, komm her. Nice. Los, Leute. Fuck. Ja, komm her, komm. Alter, was ist mit euch? Warum könnt ihr nicht einfach Ruhe geben? Und dann sagt, Killkonto wird halt immer größer. Noch einer? Ach du Scheiße, nein. Alter, wie soll ich denn? Ach du Scheiße, nein. Wie soll ich die denn aufhalten? Ja, wie denn? Von da. Ja, was soll ich denn machen? Reifen kaputt schießen oder was? Oh, er kommt manchmal raus. Nice. Okay. Scheiße! Oh, das war heftig. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Ja, immer gern. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Sam! Alles okay bei euch? Alles okay? Ja, geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Oh, fuck. Ah, geil. Das wäre jetzt gerade ein bisschen viel, Ja, flüchten, glaube ich, ist jetzt eine ganz gute Idee. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Alles okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Also, wenn wir jetzt da freie Zeit gehabt hätten, dann wäre ich jetzt zu den ganzen Leichen gegangen und hätte mal geschaut, ob es Loot hätte. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay.
glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor? Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würd's gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Ich hab's gewusst, dass da doch was gewesen ist, diesbezüglich. Oh Mann, das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lass ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Es ist schon passiert. Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Es ist alles deine Schuld. Henry. Henry, nicht. Thank you.
sein müssen. Aber an die eine Sache, ne? Dass man im Körper gefangen ist und man sich nicht wehren kann. Sehr interessante Theorie. Ich meine, ich glaube nicht, dass das so wäre. Aber wenn es so wäre, dann wäre das natürlich hart. Wenn du irgendwie da alles irgendwie so halb mitkriegst und du aktiv nichts machen kannst, weil du von diesem Virus da kontrolliert wirst, von den Sporen da. Jackson County. Gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Glaube ich. Ich weiß nicht, was ich fühle. Jackson County. Aber endlich nicht mehr in einer Stadt. Okay, liebe Leute, die Folge werden wir etwas früher hier mal zu beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann bis bald. Bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.